So, da wieder runter. Du bist aber höher. Ich würde dir gern die Höhe ansagen können, aber es geht ja nicht. Warte mal, bleib mal, wo du bist. Ich guck mal. Du bist so dicht dran, ne? Achtung, dass du dir gleich durchfällst. Ich probiere mal hier nämlich eine Treppe zu bauen. Ich hoffe, dass ich hier noch genug Wand überhaupt zur Verfügung habe, um eine Treppe zu bauen. Dann müsste ich genau über dir sein, weil du sagst, du hast eben da oben Lapis Lazuli gefunden. Ja. Weil ich bin hier auf Höhe der Lava. Und eigentlich sagt man ja, das Lapis Lazuli. Und du hättest dann sich auf Höhe der Lava ja finden lassen. Ja, so ungefähr. So, hier, hinter dir bin ich. Palim, palim. So, und dann kannst du nämlich jetzt mal mit runterkommen, wenn du willst. Wie gesagt, du weißt ja, fucking links. Ich würde mal sagen, du baust einfach Steine ab. Das ist richtig, und dadurch habe ich die Lapis gefunden. Okay. Trotz dieser Höhe hier. Und du gerade Gold. Genau. Na gut, aber Gold. Haben wir hier in diesen Lehmbergen irgendwie schon mal Probleme mit Gold gehabt? Nein. Trotz die 64, die ich gerade verloren habe. Haben wir da eigentlich keine Probleme mit gehabt. So, du weißt, ich hatte ja letztes Mal, ja, als ich das erste Mal hier war, mit Mühe und Not. Ich meine, gut, du bist, wir irren ja jetzt auch schon ein Weilchen wieder durch diese Höhlen. Mit Mühe und Not habe ich ja ein bisschen Diamant zusammengekratzt. Ich zauber mal einen aus dem Hut. Guck mal. Wieder eingefunden? Nein, guck mal hier. Ei, okay. Yeah, eine Diamantschutzhacke. Ja, spare dir dafür auf, wofür man sie braucht. Na, ich wollte jetzt auf jeden Fall ein bisschen Obsidian mitnehmen. Deswegen habe ich nämlich zum mitgenommen. Zum Beispiel, ja. Denn Obsidian ist ja das Einzige, was ich damit machen kann. Beziehungsweise womit ich es bekommen kann. Erzeugen ist ja kein Problem. Du gibst Wasser auf stehende Lava, ganz wichtig, stehende Lava. Ja, genau. Dann fließende Lava funktioniert entweder gar nicht oder du kriegst Bruchstein raus. Ja, genau, kriegst dann Stein raus. Genau. Aber wie gesagt, auf stehender Lava kriegst du dann Obsidian. Wie gesagt, da ich ja neu in dieser Version hier bin, beziehungsweise überhaupt in Minecraft bin, habe ich natürlich das Problem, ich kenne auch keinerlei Rezepte. Achtung, 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 nicht weitermachen, sonst sind wir hier mit ziemlich heißen Hintern ziemlich schnell tot. Okay, ich gucke auch nochmal hier in der Nähe. Das sieht aber nicht vielversprechend aus. So. Gut, dann einmal folgen bitte. Der ist noch zu viel. Wolltest du eventuell ja dir noch Sachen verarbeiten, bearbeiten, wie auch immer? Wo bist du lang? Achso, das ist eine Treppe runtergebaut. Nee, eine Treppe nach oben. Ja, oder so. Du siehst hier mein ersten provisorischen Stützpunkt. Jo. Und hier kannst du dich ja dann bedienen. Werkbank ist da, Ofen ist da. Kohle wolltest du haben? Ja, pack mal erstmal bitte in die Truhe. Hab ich gerade. Ich habe aktuell noch 9 Kohle, habe ich noch im Inventar. Ich habe gerade 3 Kohleblock reingepackt. Das Marotten hast du gerade auf dem Crafting Table erstellt? Nein. Nö. Habe ich von oben mitgenommen gehabt. Achso, von meiner alten Truhe noch, alles klar. Genau. Gut, was ich hier momentan zum Beispiel das Problem habe, ich kriege das Wasser nicht abgeschöpft. Okay, wir können aber auch kein Wasser abschauen. Doch, ein bisschen Eisen habe ich ja. Nee, habe ich Eisen? Ich habe 0 Eisen. Hast du ein bisschen Eisen? Ja. Kannst du bitte einen Wassereimer craften? Du weißt, der wie ein V. Oben links, genau. Oben rechts. Ja, ja. So, erstmal so. Komm, dann dafür, dass ich gerade erstmal 3 Wochen spiele, habe ich schon ein paar Rezepte gelernt. Du suchst Eisen? Ja, wir brauchen einen Eimer, dass wir hier wieder Wasser mit dabei Guck haben. Guck in deinen Ofen rein. In meinem Ofen ist Eisen? Ja. Da hast du schon reingepackt. Eisen drin. Hatte ich reingepackt? Stimmt, nee, ist richtig. Ja. So, und dann kann ich ja den selber schnell machen. So. Ups, ich werde gerade wieder abgetrieben. Und zwar kräftig abgetrieben hier.
Hilfe, Abtreibung. Aber was, ja. Mit dem Wasser kriegst du nicht hin, oder was? Du kriegst das Wasser nicht rausgeschöpft, warte mal, ich mach schnell einen Eimer. Zack, runter. So, dann packe ich auch mal, ne, mein Eisen behalte ich bei mir, falls ich wieder drauf gehe. Muss ich halt wieder suchen gehen. So, und das Wasser fließt nämlich hier offensichtlich so schnell. Du siehst, ich kann zwar einmal was schöpfen. Hab jetzt einmal voll Wasser geschöpft, ne? Aber ich krieg das Wasser nicht weg. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch ein versteckter Zulauf ist. Von wo? Keine Ahnung. Ach so, hier meinst du allgemein. Allgemein, hier ist überall Wasser. Ich krieg dieses Wasser nicht weg. Wie gesagt, ich würde ja eigentlich gerne 64 Blöcke Obsidian abbauen. Aha. Aber komm mal ran. Ich glaube, gut, ich habe ja jetzt die andere Ecke trocken gelegt schon, da habe ich es ja schon geschafft. Aber ich habe keine Ahnung, wo hier das Wasser herkommt. Und wie gesagt, streckenweise kriege ich das Wasser halt einfach nicht abgeschöpft. Weil wenn das Wasser fließt, hast du mit dem Eimer keine Chance. Autsch. Toll, wieso bin ich ja gerade in ein Loch gefallen? Hier tun sich Löcher auf. Da war mal wieder Kies drunter. Ja, okay, hast du abgegraben jetzt den Spaß. Hast du den Zulauf gefunden? Ja, es ist manchmal im Wasser eine Fläche, die gerade ist. Und okay, das ist dann genau die höchste Stelle. Oder da die Quelle sozusagen. Ich habe hier geschöpft und habe es geschafft, das Wasser abzuschöpfen. So, hier sind noch neue Ecken. Wie gesagt, ich habe aufgehört, weil das ist so eine Mega-Höhle, dass du einfach mitten in der Nacht irgendwann sagst, Schluss, dir fallen die Augen zu. Ja. Und hab dann nicht weitergemacht. Das heißt, wir sollten also hier der Lava folgend auf jeden Fall auch noch Sachen finden. Vermutlich dann noch Lapis Lazuli und Redstone. Redstone habe ich gerade. So, ich bin hier nächtelang unterwegs. Du bist wie lange hier? Warte mal, lass mich gucken. 20 Minuten? Lapis. Redstone, Eisen. Oh Gott, mach ich breit. Okay, ich bin ja auch noch Anfänger. Ist ja alle Dude. Ach, ich habe ja doch noch ein bisschen Erde hier. Okay, hier zum Beispiel ist schön zu sehen, dass das Wasser nicht nur weitergeht, sondern dass die Blöcke, die ich losgehackt habe, in die Richtung fließen. Das heißt, die Frage ist, kommt hier noch was oder kommt hier nichts mehr? Hab ich keine mehr. Boah. Ein bisschen Wasser sollten wir uns vielleicht sowieso versuchen aufzuheben. Ja. Falls wir wieder Lava löschen müssen. Lass hier so ein 4x4 über. Okay, nein, da hinten haben wir noch Wasser. Ja. Von dir aus geradeaus rechts sozusagen. Guck mal hier, ich mache hier gerade wieder auf das Ding. Ja, genau. So, den lassen wir uns dann stehen. Und ich muss. Aber ich probiere mal, ob man schöpfen kann. Ich probiere es mal. Ich kipp mal hier hin aus und da können wir wieder reinnehmen. Ich kipp mal hier wieder aus. Ne, wir müssen 4x4 Block machen. Den heben wir uns hier in Ecke ein aus, gleich neben dem Ofen. Warte mal, hier bei die Treppe, wo wir runtergekommen sind, da müssen wir ja vermutlich nicht mehr hin, ne? So, das war meine Eisenspitzhacke. Habe ich jetzt noch welche gehabt? Ja, eine habe ich noch. Oh, Redstone! Mal kurz weg. Ach ja, und Regel Nummer 1, die den Stein abbauen, auf dem man steht. Ich hoffe, das dass der Lava gleich drunter fließt. Drückt die Daumen, dass keine Lava kommt. Man sieht nämlich an dem Obsidian, dass ich hier vorher ja eine Lavafläche hatte. Gut. Also, unter dem Obsidian ist Lava. Okay, den haben wir wieder zugekriegt. Ich war schnell genug. Ja, gleich. Stimme aus dem Hintergrund sagt, einsammeln. Weißt du, wenn es Kürbisse wären? Ja, ist auch witzig. Die Stimme aus dem Hintergrund könnte jetzt beide Sachen angucken. Einmal dich und einmal, wo ich bin sozusagen. Ja, klar, logisch, ja. Hat sie, sagt sie. Aha. So, hier werde ich denn jetzt nicht weitermachen. Oh doch, Wasser drauf. Fuck, war zu langsam. Na gut. Ich glaube, ich kann jetzt meine Kohle in Ruhe abgraben. Lapis Lazuli, Redstone, 10 Stück. Okay. Kohle, 12.
Und Lava, eins. So. Okay, Kohle verbrannt. Ja. Eigentlich sollte das hier eben nur das Becken werden. Nur ist es gleichzeitig noch ein Kohle abholen. Lager. So, gucken wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. So, wir brauchen 4x4 Loch, sagst du? Damit wir uns ein kleines Behelfsbecken machen können. Ja, eine ewige Quelle. Genau. Größer geht oder größer ist kontraproduktiv? Bringt nichts. 4x4 ist voll ausreichend. Brauchst nur 3 Wasser rein. Normal. Dann werde ich mal die ersten Wasser einmal reinschütten. Wasser einmal ist drin. Mal gucken, ob ich hier Neues kriege. Wir hatten ja festgestellt, dass ich hier vielleicht abschöpfen kann. Da haben wir es geschafft. Ich habe gelernt, die schräg gegenüberliegenden Ecken. So, der dritte. Oh, ich mache vorerst aber noch einen vierten. Sofern ich hier noch irgendwo einen herkriege. Jetzt sollten wir uns die Ecke dann auch noch gut markieren, dass wir hier wissen, dass wir alles hier an der Stelle da haben. So, das Wasser halt zugemacht? Ne, ich glaube, da hast du gerade die richtige Stelle getroffen, um das Wasser wegzunehmen. Okay. Gute Nachricht ist, unser unendlicher Brunnen ist fertig. Gut. Ne, was gibt es nämlich immer eine Ecke, die ist genau gerade? Oder ist die Quelle des Wassers und die hast du gerade getroffen? Okay. Gut, ich wollte jetzt. Warte. Die hatten wir jetzt eben frisch gemacht, ne? Hier hinten wollte ich weitermachen. Weil du siehst, da ist noch Lava. Denn wo Lava ist, sagt man ja, ist eigentlich auch Obsidian, Redstone und Co. ja auch nicht weit, ne? Ja. Das heißt also, ich wollte mich hier ein bisschen in der Ecke weiter dann austoben. Setzt du eine Fackel schon auf den Weg hier, dass wir wissen, wo wir lang müssen? Warte. Kommt die Lava jetzt her? Die war hier drunter. Okay. Du hast aber doch keine Diamantspitzhacke. Nee, da war auch Stein. Okay. Stein weggenommen, Lava drunter gewesen. Okay. So wie hier hinten. Dann mache ich hier mal schnell noch ein bisschen Kohle klar. Weiß nicht, irgendwie hört sich das hier an wie im wilden Film, wa? Ich mach mal Kohle klar. Ja. So. Okay, wir haben ein bisschen Kohle fertig. Und dann gehe ich hier hinten am besten des Wortes in die heiße Ecke. Ich bin. Naja, schräg hinter dir. Hab schon gerade gesehen, ja. Okay, geht weiter. Und zwar scheint diese Lavafläche hier eine einzige Verbindung zu haben. Erst waren es für mich mindestens 2 Höhlen, wenn nicht sogar 3. Weil das Ding ist ja so verzweigt hier. Und jetzt haben wir dann auf einmal, wo die Trennwand wegkam, dann noch einen riesen Lavasee. Das heißt also hier auf jeden Fall schön in den Wänden nachgucken, was da ist. Achtung, Kies. Ja. Kies ist mein Freund gewesen in meinem ersten Haus, was ich, naja, mit knapp 10 Megabyte, wie gesagt, mein erster Versuch hier. Dieses Haus habe ich ja nicht weitergebaut. Weil wir dann die gemeinsame Welt hier gemacht haben, weil dann auf einmal die Faszination da war, Minecraft doch wirklich zu entdecken. Ja. Das macht ja auch Spaß, steht außer Frage. So. Das Problem ist, hier habe ich jetzt nicht gerade einen Wasserfall mit meinem Wassereimer verbunden. Das heißt, hier ist jetzt wieder etwas Strömung entstanden. Und falls du herkommen möchtest, Achtung, hier ist Strömung. Die Strömung hat aber den Vorteil, dass so gerade darunter aufgehende Lava sofort gelöscht hat.